Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jim und heute geht es um die herrliche Vorweihnachtszeit hier in Warna. Viel Spaß bei diesem Video. Los geht es mit dem Wetter im Dezember. Auch dieses Jahr gab es ein paar wärmere Tage, an denen die Temperaturen auf angenehme 16 Grad anstiegen. Dazu Sonne und ein angenehm warmer Wind. Allerdings gab es zwischendurch auch ein paar kühlere, wolkenverhangende Tage. Geregnet hat es meist nur nachts. Ich erinnere mich noch genau an das Weihnachten von vor 2 Jahren, als es den ganzen Dezember über sehr kühl war. Dann kam die Weihnachtszeit, dann kam Weihnachten. Mit angenehmen 20 Grad Höchsttemperatur und warmer Luft, sodass auch nachts die Temperaturen eine Woche lang nicht unter 15 Grad fielen. Das war sehr angenehm. Aber es war schon ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Auch dieses Jahr wurde die Innenstadt wieder aufwendig geschmückt. Bäume wurden mit Lichterketten umwickelt. Die ganze Fußgängerzone funkelt und glitzert. Dann kam der Nikolaustag mit dem großen Feuerwerk, das ich leider verschlafen habe. Nach langläufiger Meinung war der heilige Nikolaus einer der 6 heiligen Brüder, die nach der Teilung der Welt ins Wasser fielen. Er wurde als Schutzpatron der Fischer und Seeleute verehrt und nahm die Gestalt eines geflügelten Helden an, der über das Wasser flog, um Menschen zu retten. Es wird auch angenommen, dass Nikolaus jungen Menschen hilft zu heiraten. Außerdem gilt er als Schutzpatron der Kaufleute und Warenträger. Menschen in Bulgarien glauben traditionell, dass der heilige Nikolaus Seestürme und Orkane verursachen kann. Im Zorn entfesselt der heilige Nikolaus dann einen mächtigen Wind, der das Meer erschüttert und Schiffe versenkt, um den Patron zu respektieren und zu besänftigen, legen alle Schiffe am Nikolaustag an. Der Nikolaustag markiert außerdem den Übergang zum Winter. Es wird angenommen, dass hier der eigentliche Winter beginnt. Des Weiteren wird angenommen, dass der erste Schnee an diesem Tag fällt, da der heilige Nikolaus Schnee aus seinem Bart wirft. Auch markiert der Feiertag das Ende der Angelsaison im Herbst und Winter. Das Fischen ist verboten und darf erst am 6. Januar wieder aufgenommen werden, am Dreikönigstag. Ein wichtiger Bestandteil des Brauchtums an diesem Feiertag nimmt das feierliche Mahl ein. Traditionell wird Karpfen serviert, außerdem werden Ritualbrote gebacken. Der Rest der Mahlzeit muss mager sein. Sami, Paprika, Bohnen. Ein Knochen des Fisches wird aufbewahrt und von Medizinmännern zur Behandlung verwendet oder unter der Schwelle des Hauses vergraben, um sich vor Übeltätern zu schützen. Искам да целуна, но след. Браво! Хайде сега да помагаме на дядо Коледа. Алисия, дай да кажете сега да ти върне при мама. Имам още много. In mehreren Orten in der Stadt befinden sich in der Vorweihnachtszeit kleinere Weihnachtsmärkte. Hier oben verlinke ich das Video, in dem ich mit Lutz im letzten Jahr den Weihnachtsmarkt unten am Hafen unsicher gemacht habe. Insgesamt gefällt es mir sehr, wie hier die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit zelebriert wird. Das 4-tägige Weihnachtsfest beginnt am Heiligen Abend. Weihnachten selbst wird am 25.12. gefeiert, was sehr angenehm ist und bei weitem nicht selbstverständlich, da in einigen Nachbarländern Bulgariens Weihnachten am 6. Januar gefeiert wird, wie es in den östlich-orthodoxen Ländern üblich ist.
Es gibt eine ausgeprägte Weihnachtskultur in Bulgarien mit vielen Bräuchen und traditionellen Weihnachtsmahlzeiten. So I'm